So, Bruno, jetzt hör mal auf mit dem Schnarchen. So, jetzt mal gucken, ob das Bild passt. Passt das so? Kann man mich gut sehen? Bin ich auch scharf? Ja, ich glaube ja. Ich guck mal eben. Oh, bin ich scharf. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mach doch mal. Eigentlich wollte ich heute was bauen oder, ja, was heißt, ich wollte was bauen, das stimmt ja nicht. Also ich habe schon was gebaut, aber das Video ist leider nicht fertig geworden, da ich noch so eine spezielle Säge brauche, eine Bandsäge. Und die habe ich leider nicht. Die kann ich erst nächste Woche benutzen, die wird mir zur Verfügung gestellt in der Schule von meinen Kindern. Und dann kann ich euch auch zeigen, was ich gebaut habe, aber leider nicht dieses Wochenende. Da ich aber trotzdem ein Video machen wollte, ist mir was anderes in den Sinn gekommen. Und zwar habe ich jetzt schon des Öfteren gelesen, dass ja einige Leute ihr Waschpulver selber herstellen, und zwar aus, warte mal kurz, hier so aus handelsüblichen, ne, ist ja nicht handelsüblich, die sind ja nicht aus dem Handel, die habe ich ja vom Baum gepflückt, also hier von baumüblichen, oh, bleib mal hier von baumüblichen Kastanien, so, und Kastanien sollen die Eigenschaft haben, dass sie Wäsche waschen können. Na, Kastanien, könnt ihr Wäsche waschen? Ja, ich wüsste jetzt noch nicht wie, aber irgendwie scheint ihr das ja wohl zu können. Das müssen wir dann auf jeden Fall auch testen. Aber gut, erstmal wollen wir das Waschpulver vorbereiten. Wird das überhaupt ein Pulver oder wird das eine Flüssigkeit? Ich glaube, das wird eine Flüssigkeit. Und dazu habe ich nicht nur diese vier Burschen hier, sondern... Hier bleiben. Ja, das ist natürlich der Nachteil an Kastanien. Sie rollen hin, wo sie wollen. So, dann kommt mal alle mal zu mir hier. Bleibt mal alle vor mir liegen. Und ihr, die da runtergefallen seid, ihr kommt auch mal zu mir. Und du kommst mal weg. Und das noch alles wieder aufheben hier. Boah, da ist auch noch eine... Ich habe leider keinerlei Hintergrundinformationen, warum die Wäsche waschen sollen, können sollen. Also warum Kastanien Wäsche waschen. Ach meine Güte, ist das heute Morgen. Es ist ja auch noch ziemlich früh, es ist noch kurz vor 9, also hier mein Mund ist noch nicht ganz wach anscheinend. Also nochmal von vorne. Ich habe keinerlei Hintergrundinformationen, warum eine Kastanie Wäsche waschen kann. Ja. Warum soll sie das dann auch können? Sie sieht ja auch nicht aus wie Waschpulver oder so. Als erstes mal, sag ich mal, müssen wir die Dinger ja auf jeden Fall irgendwie klein machen, ne? Also wir müssen die irgendwie zerhäckseln oder zerkloppen oder wie auch immer. Da gibt es auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten, die klein zu kriegen. Da habe ich mir natürlich schon Gedanken drüber gemacht. Und ich versuche mal die allererste Möglichkeit. Alter, das geht ja gar nicht. Wie lange soll ich da kloppen? Ich will gerade mal einmal hier so eine zermatscht. Oder vielleicht ein bisschen öfter hauen noch. Nee, war nur ein Spaß. Das geht aber so nicht. Die werden ja nur so einmal geknackt. Das ist ja doof. Ich muss sie richtig klein häckseln. Da brauche ich ein Kleinhäckselgerät. Oh, ich glaube, dann nehme ich... Ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig gute Idee, aber ich glaube, das filme ich besser nicht, sonst kriege ich Ärger mit meiner Frau. Aber hör mal kurz. Warte mal. Wunderbar, das geht auch richtig gut. Ich denke mal, wenn ich das alles wieder sauber mache, wird meine Frau gar nicht mitkriegen, dass ich einen Thermomix dafür verwendet habe. Dafür ist er doch da, oder nicht? Zum Zerkleinern. Da kann man ja auch Kastanien mit klein machen. Ja, das sag ich einfach, ich habe das mit dem Hammer hingekriegt. So, und jetzt haben wir hier dieses schöne Kastaniengranulat. Also Granulat, oder nicht? Ist doch schönes Granulat. Kann man ja auch Waschpulver draus machen. Denn. Riecht das denn schon nach Waschpulver? Riecht so ein bisschen nussig. Schmeckt Kastanie eigentlich? Ist Kastanie eigentlich giftig? Aber bestimmt bitter, ne? Dieses Granulat kann man jetzt natürlich trocknen. Dann hat man wahrscheinlich Waschpulver fürs ganze Jahr. Man kann aber auch dieses Waschpulver jetzt sofort verwenden. Dafür werde ich jetzt mal hier ein bisschen was mal irgendwie abpositionieren. Nee, abportionieren. Aber dazu positionieren wir diese Schüssel erstmal hier hin. Hier in diese handelsübliche Kaffeekanne positionieren wir jetzt ein bisschen was von diesem Granulat. Einfach mal hier so reinmachen. Und noch ein bisschen mehr. So. Das muss ja auch wirklich eine gute Waschlotion werden, also müssen wir das auch gut halb voll machen. So, der nächste Schritt ist nun... Honey, Mensch, jetzt hör mal auf mit deinem Hecheln. Man hört das die ganze Zeit. So, Nussruhe. In dieses Granulat gieße ich jetzt lauwarmes Wasser. Ich nehme lauwarmes Wasser, weil... Ja, weiß ich selber nicht, weil das gerade lauwarm war. Und ist ja auch besser als kaltes Wasser wahrscheinlich. Schön mal da rein. Oh ja, guck mal. Oh ja, ich sehe jetzt schon was. Und wisst ihr, was ich sehe? Ja, dass die Kanne langsam voll wird, ne? Nee, aber was ich noch viel mehr sehe, ist, dass das Ganze jetzt so langsam natürlich eine Farbe annimmt. Eine gelbe, milchige Farbe. So, hier sieht man das mal von Dichten. Guck mal, jetzt rühre ich das einmal um, damit sich hier auch wirklich alle Waschmoleküle lösen. Ich bin ja mal gespannt, ob das funktioniert. Ich habe jetzt im Internet 1000 Leute gesehen, die das gemacht haben.
Aber ich habe kein einziges Waschergebnis gesehen und das testen wir natürlich auch gleich, ne? Ob das Ganze wirklich hält, was es verspricht. Das reicht, glaube ich, mit dem Umrühren. Das sieht schon richtig schön eklig aus. Nur sieht das Ganze doch schon mal wirklich sehr appetitlich aus. Hat auch eine wirklich schöne Farbe, die mich an irgendwas erinnert. Auf jeden Fall, sage ich mal so, lassen wir das jetzt mal so ein... Ja, wie lange lässt man das denn jetzt einwirken? Ich sag mal so... Ich würde mal so vermuten, ungefähr eine halbe Stunde. Das mache ich jetzt auch. In der Zwischenzeit besorge ich schon mal ein Testobjekt. Oh Gott, ich werde bei diesem Video, wenn meine Frau das sieht, kriege ich wahrscheinlich richtig Ärger. Ich muss jetzt mal sehen, dass ich irgendwie ein T-Shirt finde, was keiner vermisst. Ich gucke mal, ob ich ein schönes weißes T-Shirt finde, was keiner vermisst. Während sich hier nun die Schwebteilchen absetzen, habe ich mir gedacht, nehme ich hier einfach dieses weiße Hemd. Das kann ich auch benutzen, das ist schließlich mein Hemd. Und da kann ja keiner sagen, dass ich irgendwas hier dreckig mache, was nicht mir gehört. Und ich würde sagen, diesen Test ziehen wir so ein bisschen auf wie so ein, hier so ein Allergietest, ne? Da kriegst du ja auch dann verschiedene Substanzen in die Haut reingedonnert. Und dann guckt man, worauf man allergisch ist. So, und das machen wir jetzt hier mit dem T-Shirt auch. Da gucken wir aber nicht, ob das allergisch ist, sondern wir gucken uns die Flecke mal an, ne? Fangen wir mal an mit dem Fleck Nummer 1. Ich meine, wer kennt es nicht? Man isst Granatapfel und schwupps fällt einem das auf das T-Shirt und man hat einen roten Granatapfelfleck. Oh, warte mal, die Kerne müssen wir aber wegnehmen. Die stören ja. Die müssen wir mal wegnehmen. So. Granatapfel ist aber auch lecker. So, und jetzt haben wir hier schon mal schön zu sehen einen roten Granatapfelfleck. Warte mal, ich zeige das nochmal in groß. Ich halte mal meine Hand daneben, damit man auch sehen kann, wie groß dieser Fleck ist ungefähr. So, der nächste typische Fleck ist natürlich hier so ein Grasfleck, ne? Wenn man mal wieder mit dem Nacken... Ne, mit dem Nackenbauch geht ja nicht. Dann hätte man ja kein T-Shirt an, dann hätte man ja allerhöchstens einen grünen Bauch. Wenn man mal wieder übers Gras geschlittert ist, dann entstehen natürlich hier solche Schlittergrasflecken. Warte mal, oh, der schlittert jetzt mal ein bisschen. Warte mal, ich mache da mal ein bisschen kräftiger. Das wäre Fleck Nummer 2. Es gibt ja noch Unmengen mehr an Flecken. Zum Beispiel, hier Tomatenmark zum Beispiel. Oh, das war ein bisschen viel. Das ist gar kein Tomatenmark, das sind passierte Tomaten. Was ist mit denen denn passiert? Passierte Tomatenfleck. Da in meiner Küche auch oftmals mit Sojasauce gekocht wird, da kann es natürlich immer wieder vorkommen, dass auch mal Sojasauce auf meinem Hemd landet. Oh, das ist ein guter Sojasoßenfleck. Bei Gartenarbeit bleibt es nicht aus, dass auch mal Sand aufs T-Shirt kommt. Da mache ich immer so Dreck hin. So. So, einmal abschütteln hier. Was ist denn noch? Was ist denn noch so typisch, was immer so dreckig wird? Öl! Öl ist noch eine gute Sache. Oh ja, das ist gut. So, das massieren wir jetzt mal hier schön ein. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein schön verschmutztes T-Shirt. Jetzt können wir gleich mal gucken, ob tatsächlich dieses Waschmittel in der Lage ist, solche Flecken zu entfernen. Ich will natürlich hier diesem Granulat die Chance geben, noch alle Waschpotenziale hier aus sich herauszuholen. Deshalb lasse ich das sich noch ein bisschen sacken und noch ein bisschen einwirken und so ein bisschen, ne, dass da so ein bisschen alle, keine Ahnung, was da drin ist, alle Waschmoleküle sich quasi freisetzen können und dann ihre volle Waschkraft zum Einsatz bringen können in meiner Waschmaschine. Ja, und deshalb lasse ich das jetzt hier einfach noch ein bisschen stehen. Ja, und warte jetzt einfach mal ab, bis mein Waschpulver fertig ist. Ich habe schon wieder Waschpulver gesagt, das ist doch kein Waschpulver. Bis meine Waschlotion fertig ist. Und du, Bruno, wollen wir denn so lange irgendwie was machen oder so? Hast du einen Vorschlag, was wir denn machen können? Komm mal hier zu mir, komm mal her. Guck mal hier, Waschlotion. Guck mal, gut, ne? Hast du jetzt was ausgekotzt? Bruno, warum kotzt du mich an? Ich denke, diese Kastanienlauge wird nun lang genug gestanden sein. Ich rühre jetzt noch einmal um hier. So. Jetzt filtriere ich die mal, dass ich die Brocken nicht in der Waschmaschine habe. Oh Gott, das sieht aber wirklich richtig aus wie Wichs. Einmal da durchsieben. Ja. Zum Wohl. Hier haben wir jetzt unsere sogenannte Kastanienwaschmittellotion und ich hoffe, dass sie das hält, was sie mir verspricht. Und deshalb gehen wir jetzt mal nach oben ins Badezimmer und werden mal dieses Hemd, warte mal, dieses Hemd werden wir jetzt mal in die Waschmaschine stecken. Jetzt kommt man da rein, so, Waschmaschine anmachen mal. 40 Grad, ist das 40 Grad, ist das richtig? Oder muss ich nochmal gucken? 95 Grad kann ich das waschen? So, dann machen wir auf 95 Grad. So, wir wollen ja fair bleiben. So. Oh, jetzt noch Start drücken. Da kullert das Hemd nur seine ersten Runden in der Maschine. Guck mal hier, da ist auf jeden Fall auch eine Menge Schaum, was sich da bildet. Ne? Also scheint das ja wirklich ein potentes Waschmittel zu sein. Wir wollen mal gucken, wie das Ergebnis nachher ist. Aber
Das können wir erst in 59 Minuten machen. Liebe Freunde, der Moment ist gekommen, der Moment der Wahrheit. Und jetzt werden wir mal rausfinden, ob hier dieses Pülverchen, ob diese Waschlotion aus Kastanien tatsächlich das hält, was sie verspricht. Wie hast du das denn so klein gekriegt überhaupt? Mit dem Hammer. Okay, es sieht so gleichmäßig aus. Ja, habe ich auch gleichmäßig oft mit dem Hammer draufgehauen. Auf jeden Fall ist das Hemd jetzt endlich gewaschen und ich bin wirklich gespannt, was für ein Ergebnis wir erreicht haben mit unseren 6 verschiedenen Flecken. Welche Flecken hast du denn überhaupt benutzt? Wie, was für Flecken? Ja, also was hast du denn benutzt für die Flecken? So alltagsübliches Zeug, so halt Sojasauce, Granatapfelsaft. Was habe ich noch gemacht? Gras habe ich gemacht, dann habe ich Dreck, Sand habe ich gemacht und dann habe ich, warte mal, eins habe ich noch gemacht, was habe ich noch gemacht? Passierte Tomaten habe ich auch noch gemacht. Ja, das haben auch die krassesten Sachen direkt genommen, das kriegt ja kaum normales Waschmittel raus. Wir gucken mal, wie das Ergebnis jetzt aussieht. Dazu hole ich jetzt einfach mal schnell das Hemd. Ich habe jetzt hier natürlich das Hemd, frisch gewaschen und es riecht, bevor wir überhaupt anfangen, müssen wir natürlich erstmal dran riechen, es riecht nach... Es riecht eigentlich nach gar nichts, es riecht auch nicht nach Waschpulver oder irgendwas, aber kann auch nicht nach Waschpulver riechen. Aber guck dir das mal an, jetzt mal ehrlich, Hardcore-Flecken. Ich sag mal so, warte mal, ich muss euch gleich mal dichter ranholen, aber ich muss erst mal selber jetzt gucken, um hier zu analysieren. Der Grasfleck ist weg. Der rote Fleck hier oben, dieser Granatapfelfleck, gut, der hat sich jetzt halt gelb verfärbt. Okay, der ist auch noch zu sehen. Hier sieht man auch noch ein bisschen was von dem Tomatenmark, von den passierten Tomaten. Ja gut, der Ölfleck ist auch noch leicht zu sehen. Aber so gerade so Fett kriegt normales Waschmittel auch nicht ohne weiteres raus. Ja, aber normales Fett und so kriegt normales Waschmittel auch nicht so ohne weiteres raus. Aber Dreck ist auch weg. Ist weg. Sag mal. Hier, guck. Hätte ich nicht gedacht. So, warte Leute, ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz ein Bild von diesem Hemd, wie es vorher aussah. Ich würde sagen, das setze ich mal, ich glaube, ich setze das mal so hier hin. Da sieht man sehr schön, dass die Flecken sehr ausgeprägt sind und sehr fleckig halt. Und jetzt halte ich das noch mal daneben so. Und da muss ich doch sagen, dafür, dass wir wirklich Hardcore-Flecken genommen haben, so wie meine Frau mir gerade bestätigt hat, muss ich sagen, bin ich doch wirklich sehr beeindruckt. Hast du das alleine gewaschen? Das habe ich alleine gemacht. Also nur das eine Hemd? Ach so, meinst du, dass da überhaupt noch jemand beim Waschen dabei war? Die Trommel sollte schon ein bisschen gefüllt sein, weil die Wäsche dann halt aneinander reibt und dann reiben die auch die Flecken raus. Es wäre vielleicht sogar noch sauberer geworden, hättest du noch mehr Wäsche gehabt. Mein nächster Weg ist auf jeden Fall Richtung Kastanienbaum. Da werde ich noch ein paar Kastanien pflücken, um das Hemd dann mit ein paar Freunden zu waschen, damit sie aneinander sich reiben können. Oh Leute, ich weiß gar nicht, wie ich euch das zeigen soll. Irgendwie nimmt die Kamera nicht mal mehr die Flecken richtig auf. Ja. Ja, Jonte, ne? Aber guck mal, da oben siehst du zum Beispiel auf der Seite, siehst du auf jeden Fall den Granatapfelfleck. Der ist nicht ganz rausgegangen. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Nächstes Mal werde ich dann einfach so waschen, wie meine Frau das gerade gesagt hat. Immer schön mit ein paar Kollegen ins heiße Nass. Also meine lieben Freunde, ich würde sagen, ein voller Erfolg. Und wenn euch zu Hause das Waschpulver mal ausgehen sollte, sucht euch auf jeden Fall einen Kastanienbaum, sammelt ein paar Kastanien, macht die so schön klein mit dem Hammer. Was? Was war das denn? Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie ich eventuell auch diesen Granatapfelfleck noch herausbekomme. Ich habe ja gehört, mit Efeu soll man aufwaschen können. Vielleicht ist das ja noch ein bisschen besser. Ich muss auf jeden Fall sagen... mich hat das mit der Kastanie voll und ganz überzeugt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ja, was sagt man denn noch immer so auf YouTube? Ach so, ja klar, abonniert mich doch einfach, also wenn ihr noch mehr so schöne Videos sehen wollt. Denn im nächsten Video wird auf jeden Fall wieder was Schönes gebaut. Ja, und ansonsten... Die Glocke drücken. Was ist die Glocke drücken? Die Glocke drücken. Was für eine Glocke soll ich drücken? Nicht du. Deine Abonnenten. Meine Abonnenten? Mhm. Meine Abonnenten sollen auf jeden Fall auch eine Glocke drücken. Damit du immer weißt, wenn ich... Ne? Damit genau. Du... Oder? Ja. Ist, weil... Damit die immer wissen, wann ich was hochgeladen habe, ne? Also auf jeden Fall nicht vergessen, auch die Glocke zu drücken. Und ja, jetzt sage ich mal einfach, ich hau jetzt ab. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Du musst jetzt nochmal mit den anderen Kollegen in die Wäsche, damit du dich noch ein bisschen aufreiben kannst.